Glattauer gibt Noten. Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des SZFIDS in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben. Jeden Montag vergibt er in einer Kolumne für Heute Schulnoten. Alle seine Artikel finden Sie hier. Weil ab jetzt die Tests für das Abprüfen der Deutschförderklassenkinder an die Schulen verschickt werden, ehrlich, diese Klassen sind ja der größte Schulpolitik-Placebo der letzten 100 Jahre. Als würde der Milat jetzt schneller, Mami sagt, Mimi, lernen, nur weil er auf Geheiß der Blau- und Türkis-Spechte in der Regierung zwei Drittel seiner Unterrichtszeit zwischen Abend und Eiser sitzt statt neben Sophie oder Lukas. Ein Wunder, dass das nix wird. In Nö haben es zu Semesterwechsel gerade mal 3% in normale Klassen geschafft, im Burgenland ganze 2, aber nicht Prozent. Zwei Kinder. Hauptsache, dass österreichweit 700 Klassenräume frei gemacht werden mussten, so dass jetzt das mickrigste Biologie-Lehrmittelkammerl plötzlich eine Klasse ist und Hauptsache auf Kosten von Hunderten von Vorstschulklassenkindern, die jetzt in 1 Klassen mit unterrichtet werden, weil es für sie keine Räume mehr gibt. Übrigens heißt der neue einheitliche Deutschtest unserer Bildungsexperten natürlich nicht einfach Deutschtest, er heißt MIKAD, Messinstrument zur Kompetenzanalyse Deutsch. Bin ja für einen MIKAB, Messinstrument zur Kompetenzanalyse Bildungsexperten. Note, nicht genügend. Apropos BI, der Berufsverband der österreichischen Kunst- und Werkerzieherinnen hat die Schulen des Landes dazu aufgerufen, sich für eine neue Benennung der Fächer BI, bildnerische Erziehung, Vulgo Zeichnen, sowie technisches und textiles Werken, Vulgo Basteln und Stricken, stark zu machen. Die Fachbezeichnungen sollen zeitgemäß, aber auch visionär und aussagekräftig das auf den Punkt bringen, was unser Fachverständnis möglichst umfassend repräsentiert. So gesehen wäre ich ja für Zeichnen sowie Basteln und Stricken. Vermutlich wird aber für BI so etwas herauskommen wie ZVD, zweidimensionales visuelles Darstellen. Für Nähen und Basteln demnach DVD. Von der Abkürzung her jetzt auch wieder nicht so visionär. Note, schon schwach, bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen. Niki Glattauer.